Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Shadowlands, der nachtgeborene Krieger. Wir sind in der Überwinterschlucht und sieht eigentlich ganz schön aus hier, ne? Ganz hübsch. Wir müssen mit dem guten Droman Aliothe reden. Der ist ein Bär, ne? Merkt man. Er hat nämlich drei Haare auf der Brust, wie man sieht. Und das bedeutet, er ist ein Bär. Nachgezählt, es werden auch nicht mehr. Und ja, reden wir nochmal mit dem, gucken, was er zu sagen hat. Raumweber hat mir viel über euren merkwürdigen Wildsamen erzählt. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Nett. Raumweber erzählt mir von einem Ritual, das die Albträume des Wildsamens beseitigen soll. Aber dafür brauche ich Anima. Eine Seele namens Proglo lebt unter diesem Baum. Er sammelt Anima für die Pfleger des Hains. Sein sterbliches Leben kam zu einem scheußlichen Ende und seine Seele ist ein wenig erschreckbar seither. Er wird nicht gut auf dich zu sprechen sein in deiner momentanen Form. Ich werde dir die Fähigkeit geben, die Seelenform eines Fuchses anzunehmen. Nähere dich Proglo in deiner neuen Form, um sein Vertrauen zu gewinnen, und frag nach dem Anima. Okay. Klingt gut. Wir sind ein Füchschen und können uns blinken. Blinkfuchs. Hey, hey, Blinkibill. Nur, wo ist jetzt der Eingang hier? Dachte eigentlich, der wäre hier. Glaube ich, auf der anderen Seite. Hier? Ja. Da haben wir Proglo. Netter Frosch. Hallo, Frosch. Grüße. Bist du hier für das Anima? Proglo ist sicher gegangen. Moment. Proglo ist auch nur mal sicher gegangen und hat es gelagert, falls ein Wildsamen es brauchen könnte. Diese garstigen Spriggans und verseuchten Kreaturen werden ihre Hände nicht an das Anima bekommen. Proglo ist eine der mutigsten Seelen im Ardenwald. Nichts entgeht ihm. Natürlich. Proglo hat das Anima gespeichert, um es genau für so etwas zu nutzen. Hier. Nimm alles. Hier. Nimm alles. Pass auf dich auf und wenn du etwas brauchst, dann erinnere dich, Proglo ist einer der mutigsten Seelen im Ardenwald. Danke, Proglo. Das war freundlich von dir, Dude. Unerwartet freundlich. Moment. Gut, dann müssen wir das Ganze Traumweber geben. Hallo, Traumweber. Ich sehe die Träume der Geister. Sie sind wunderschön. Kann er mir das sagen? Innerhalb dieses Wildsamens ruht ein mächtiger Agent der Natur. Als sie starben, wurde ihr Geist, ihre Geister, ihr Geist, ich weiß nicht, also im Englischen ist es halt genderneutral, sowas haben wir im Deutschen einfach nicht, wurde der Geist direkt nach Ardenwald gebracht. Ich versuche es ein bisschen genderneutral zu halten, was sie sagt, aber es ist schwierig. Es ist unsere Ehre, für den Geist zu sorgen, während der Geist träumt. Und für die Wiedergeburt in der Welt des Geistes wartet. Das Interessante ist, der Geist scheint dich zu kennen. Ist das nicht etwas? Das ist etwas. Dann machen wir das Ritual hier. Und ziehen einfach schön Fuchs-Anima in den Reihen. Ich glaube, da wird der
Räumer. Spaß haben. Gucke mal, wie groß das Ding geworden ist hier. Nein, die Albträume sind immer noch da. Wir brauchen mehr Anima. Mehr. Viel hilft viel, habe ich gehört. Es wird schwierig, aber ich kenne einen Ort, wo eventuell noch genügend Anima sein könnte, um diesem Wildsamen zu helfen. Es ist klar, dass wir mehr Anima benötigen, als diese Hain zur Verfügung hat. Ich kenne vielleicht einen Weg, wie wir an mehr herankommen. Viele der maskierten Fee haben Anima gesammelt für einen mir unbekannten Grund. Oder für eine mir unbekannte Sache, was auch immer. Ich schlage vor, wir holen uns es von ihnen zurück. Die wilde Jagd hat sie nach Tirnanoch. Ich glaube, das ist wie so Loch Ness. Ja, das ist dieses. Das muss so hinten aus der Kehle kommen, so Tirnanoch. mein ehemaliger Hain. Lang ist es her, seit ich unter seinen Weiden gewandelt bin. Nicht seitdem es. Ich bin nicht mehr unter seinen Weiden gewandelt, seitdem es zurückgelassen wurde, um zu verwelken, sodass andere Haine überleben mögen. Ich erinnere mich gut daran. Okay. Er trifft mich da. Ich kann mir die Geschichte anhören. Cool. Ah, okay, das ist der. Das ist einfach nur der Ardenwald-Teaser. Den brauchen wir jetzt nicht. Habe ich eigentlich Sound? Ich höre irgendwie nicht so viel Sound, muss ich sagen. Ich bin ausgestellt. Er ist ja schon wieder runtergegangen. Der sollte doch eigentlich hier. Ich glaube, 17 hatte ich den letztens stehen. Jetzt höre ich auch Sound. Strange. Sehr, sehr strange. Manchmal verstellt sich das einfach. Ich glaube, da ist irgendwie ein Keybind drauf. Wisst ihr zufällig, wo der ist? Ah, Keybinds. Vielleicht bei Miscellaneous? Minimap Zoom, Master Volume Up. Okay. Kann ich den noch. Nein, den will ich doch gar nicht. Kann ich den dann anbinden? Und den irgendwie anbinden? Nee, oder? Will den irgendwie weghaben? Wie geht denn der weg? Ich will das ja nicht auf Escape haben, das ist ja vollkommen bescheuert. Moment. Hansel. Wie geht denn das Ding weg jetzt? Mann. Man konnte den Keybind doch irgendwie entfernen, oder? Da war noch Unbind-Key, so. Ha, da unten ist der Knopf. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. So. Das kann weg. Screenshot ist in Ordnung. Und irgendwas wollte ich noch runternehmen. Irgendeinen Keybind wollte ich noch weghaben. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Glaube ich nicht mehr so wichtig. Der war wichtig. Die müssen weg. Dismount. Guck mal da. Stop casting. Okay, das geht nicht mehr. Nein. Jetzt ist der. Das ist ja doof. So, kann man hier. Set to default? Nein, ich will nicht alle Keybindings. Kann ich den einfach nur resetten? Unbind. Moment. Jetzt habe ich. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Andere will ich gar nicht. Warum ist hier Doppel-Add-ons drin? Das ist ja dämlich. Miscellaneous? Interface Panel. Da, so. Rinder. Wunderbar. Nicht, dass ich das nächste Mal in die Escape drücke, ja, und passiert nichts, dann habe ich immer ein bisschen Angst, glaube ich. Dann ist ein bisschen Kacke. Kennt er bestimmt. Passiert mir auch häufig. Kacke. Macht man irgendwie so einmal am Tag oder so. Jedenfalls haben wir jetzt endlich unsere Einstellung hier behoben. Ich glaube, ich habe auch wieder normalen Sound drin. Ich weiß, wie gesagt, er stellt sich manchmal irgendwie komisch ein.
Ich weiß noch nicht, ob er jetzt gerade richtig eingestellt ist. Scheint mir ein bisschen zu laut zu sein, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, auf was. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ihn auf 11 oder so. Ich glaube, wir lassen jetzt mal auf 11. Das klingt, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich muss den Sound eh neu abmischen. Und dann kann ich es auch auf 11 lassen. Muss ich nur dran denken. Erinnert mich dran, dass es auf 11 steht. Wenn ich nochmal fragen sollte, Sound steht auf 11. Ganz, ganz wichtig. So, dann wollen wir nochmal gucken. Da oben steht er. Aralon. Bist du Aralon? Ja, Aralon. Ich habe niemals gedacht, dass ich nach Tirna noch zurückkehren würde. Dieser Ort hat so viele Erinnerungen. So viele. Mann. Regrets. Fällt das Wort nicht ein? Kurz was trinken, sorry. Schöne Apfelschorle. So viele. Mir fällt das Wort nicht ein, sorry. Aber jetzt ist die Zeit, ist keine Zeit für Sentimentalitäten. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Okay. Wir wissen, dass diese Einwanderer, eingenommen haben, was von dem Hain übrig geblieben ist. Aber warum? Warum sammeln sie Anima und bringen es alles an einen Ort? Und wie sind sie in den Adenwald gekommen? Wir sollten wachsam bleiben und so viel Anima nehmen, wie wir finden können. Vielleicht kann noch etwas Gutes aus diesem ganzen Verlust kommen. Möglich. Als mein Hain verwitterte, antwortete ich dem Ruf der Königin und trat der wilden Jagd bei. Nichts kann mehr für Tirna noch getan werden, aber es schmerzt mich zu sehen, wie es mit Feinden des Waldes überflutet wird. Wir brauchen eine große Anzahl an Anima. Die maskierten Fee müssen irgendwo ein Lager innerhalb des Haines haben. Wir müssen es nur finden. Sie werden wahrscheinlich Seelennetze verwendet haben, um das Anima zu sammeln und zu verschieben. Wenn ich sie untersuche, sollte es mir möglich sein, die Spur zu finden. Okay. Habe ich dir nicht gerade noch eine Quest abgenommen? Nein, du bist jemand anderes. Du bist Nia. Im Herzwald Hain habe ich Geschichten gehört über den Fall von Tirna Noch. Ich habe niemals gedacht, dass ich es mit meinen eigenen Augen sehen würde. Es bringt mir große Trauer. Und ich wundere mich, ist das das Schicksal, das meinen alten Hain auch erwarten wird? Ich kann nicht glauben, dass alles, das einst hier war, wirklich weg ist. Vielleicht sind immer noch ein paar Erinnerungsstücke hier, die man wiederherstellen kann. Etwas, um sich an die Gefallenen zu erinnern. Ja, schön wär's. Hier hinten ist übrigens auch die andere Seite von dem guten Bonzamdi. Einmal, wir gucken uns das mal kurz an. Denke mal, ihr werdet das eh schon mal gesehen haben. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz cool, wie man da so reinkommt. Also, hier ist alles noch Tirna Noch. Und wir sehen hier schon so ein bisschen, ne? Ein bisschen anderes Flair, ne? Wir sehen hier so ein bisschen diese Totems oder Fledermäuse, was das sein soll, hängen. Anderes Gestrüpp ein bisschen. Wir sehen, durch diesen Wurzeleingang kommen wir wo rein. Und hier sehen wir auch ganz eindeutig den Lore des Todes in der Nekropole. Ein sehr spannender Dungeon, immer noch sehr, sehr ekelhaft im Mythic Plus zu laufen, weil es einfach ewig dauert. Die Bosse sind auf Tyrannisch immer mega ekelhaft. Also, ich liebe ihn. Ich hasse ihn gleichzeitig, ich liebe ihn. Und ja, das ist so einer der spannendsten Dungeons, auch lore-technisch, finde ich, in Shadowlands bisher. Und ich freue mich immer drauf, wenn wir den laufen.
Da gibt es auch eins der besten Tank-Schmuckstücke drin. Und das ist diese wunderhübsche Schuppe, die mir hier gar nicht angezeigt wird, weil ich nicht auf Prot bin. Diese Schuppe, die blutbeschmutzte Schuppe, die ist ziemlich krass für Tanks, weil mit der macht man einmal AOE-Damage um sich herum. Und für diesen AOE-Damage bekommt man einen Schild. Das heißt, es ist einmal sehr gut, um Schaden an Gegnern zu machen, also insofern auch Aggro aufzubauen. Und auf der anderen Seite kriegt man dadurch einen Schild, mit dem man eben länger überlebt. Also es ist, dieses Trinket ist einfach so das Nonplusultra. Das ist einfach nur ein Win-Win für jeden Tank. Und wie gesagt, es ist einfach meiner Ansicht nach eines der wirklich krassesten Tank-Trinkets in BFA bis jetzt. Es gibt noch ein paar andere, die finde ich auch sehr cool. Zum Beispiel von Keltas im Schloss Natria gibt es ein sehr cooles, das quasi einmal einen Tod aufhält. Also wenn man sterben sollte, dann heilt man sich stattdessen um, ich glaube, 25% seines Maximallebens oder irgendwas in der Richtung war das. Und macht einfach phönixartig Schaden um einen herum. Also das ist wirklich auch ein ganz nettes Ding. Erinnert ein bisschen an eine der Azerit-Kräfte, die man in seine Kette sockeln konnte, wo quasi einmal alle x Minuten ein tödlicher Angriff verhindert werden würde. Und genau das macht eben auch dieses Keltas-Trinket. Und ich mag es einfach, weil es ist kein On-Use-Trinket. Es gilt alle 8 Minuten, wird ein tödlicher Treffer mal komplett ignoriert. Und das kann stellenweise, je nachdem wie man das benutzt, auch wirklich, wirklich extremst gut und krass sein, wenn man damit etwaige One-Hit-Mechaniken zum Beispiel einfach ignorieren kann. Auch als Tank, wie gesagt, ganz nützlich. Also da gibt es sehr, sehr viele von mir Trinkets, die ich gerne haben möchte. Das ist eins davon. Und dann gibt es in Nathria noch ein Trinket, das, bin mich gerade nicht mehr sicher, was das macht. Ich habe in Erinnerung, es ist gut. Wir haben unsere kleine Motti gar nicht draußen. Motti? Motti! Da ist Motti wieder. Ja, müsste ich mal im Loot Table nachgucken und dann könnt ihr euch das genau sagen, welches das ist. Mit dem spiele ich aktuell, weil ich auch kein besseres habe. Ich hätte gerne das von Keltas noch und müsste dann mal gucken, was ich da austausche. Aber ja, da kann man immer schön, also Trinkets finde ich für Tanks super. Also für meinen Heiler habe ich da ehrlich gesagt nicht ganz so geile Trinkets gefunden wie für einen Tank. Muss ich auch mal so sagen. Also für einen Tank bin ich echt vollends zufrieden. Für einen Heiler, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch keinen Trinket gefunden, wo ich sagen würde, jo, das ist irgendwie so, ne? Also die Schuppe ist halt ein Level an krass, das meines Erachtens nach für einen Heiler nicht da ist. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach nur das Trinket, das krasse Trinket für einen Heiler noch nicht droppen sehen. Natürlich der Würfel, auch aus dem Bonsamni Dungeon, der ist auch recht gut insgesamt. Also will ich nicht sagen, dass der irgendwie scheiße wäre oder so. Aber für mich als Paler, also der kann halt, hat die Möglichkeit, mich da. Na, hätte ich noch schauten müssen. Habe ich verkackt. Der hat die Möglichkeit, Mana zu geben oder einen Sekundärstat zu buffen. Und ich bin ehrlich, als Holy Paladin habe ich meistens keine Ahnung, wo ich mit dem ganzen Mana überhaupt hin soll. Also für mich nicht so das beste Ding. Und wenn ich Glück habe, bufft mir das Haste oder Crit. Wenn ich Pech habe, bufft mir das Mastery. Und das ist es halt auf einem 3-Minuten-Cooldown für mich nicht wert. Wenn es mir Mana gibt, wenn ich wenig Mana habe, ist es natürlich nice. Aber dass ich wenig Mana habe, kommt relativ selten vor. Was nicht so selten vorkommt, ist ein Ende der Episode, denn das haben wir wieder mal erreicht. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn ich mich dann am Ziel wiederbelebe. Das lasse ich euch natürlich, müsst ihr nicht unbedingt miterleben, wie ich da ganz langsam hinlaufe. Macht's gut, bis dann. Tschüss.